Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Huhu Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal haben wir auf dem Condeapater Bergweg den großen Berghünen besiegt und ihn um ein paar Items erleichtert. Und wir konnten einen Blick auf die heilige Stätte der Orklinge werfen. Und jetzt sind wir nochmal kurz nach Condeapater zurückgegangen, hier zum Wurzelläufer Kikumon. Boah, das ist eine Berghütte. Bitte, bitte, gib sie mir. Nö. Kein Salz. Tja, da singst du auf einmal nicht mehr, ne? Okay. Die fängt langsam wirklich an zu jucken hier in meinem Ausschnitt. Deswegen, na schön. Wirklich? Dann gebe ich dir das hier. Und eine Bergjuckzirpelkarte. Cool, oder? Ist das nicht ein super Geschenk? Das ist doch, das hat sich doch richtig gelohnt, oder? So, ich zeige euch noch schnell was. Und zwar haben wir jetzt bei Aiko den Druidenstab angelegt, weil die Golemsflöte fertig geworden ist. Und bei Vivi haben wir den Saphir angelegt, weil er nichts anderes mehr lernt. Da lernt er jetzt Vollmond noch. So, ich gehe wieder da zurück, wo wir den Berghühn besiegt haben. Also bis gleich. Okay Leute, wir sind wieder hier angekommen, wo wir den Berghühn besiegt haben, wo wir hier auch die eine Steintafel rausgenommen haben. Und jetzt sollten wir nach rechts gehen, laut Aiko. Und jetzt gehen wir diesen breiten Pfad hier lang. Breite Wurzel. Voll cool, übrigens dieser Wurzelweg finde ich voll cool vom Design her. So, was haben wir jetzt hier? Den schauen wir uns mal an, den Kampf. Und wieder Ninja-Wölfe. Was gibt's denn hier? Gibt's noch eigentlich einen dritten Gegner? Der ist noch kein einziges Mal gekommen. Selbst nicht, wo ich offscreen gespielt habe. Oh, Phoenix Down, cool. Naja, das ist jetzt nicht weiter schlimm, weil der kommt auch in den Gebieten, wo wir jetzt noch demnächst hingehen. Und außerdem kommen wir zum Wurzelweg auch nochmal zurück. Also kein Problem. So, ihr seht, die gute Aiko hat jetzt den Druidenstab zurzeit angelegt und macht sie auch ein bisschen mehr Schaden als mit ihrer Knüppelflöte. Ja, das war schon für mich. Und tschüss! Doppelsalto von Sidan. Und ein Level-Up für Sidan. Schön, schön. So, dann können wir auch den Wurzelweg jetzt verlassen. Und sobald wir hier den Bildschirm verlassen, kommen wir wieder raus auf die Weltkarte. Und dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt rauskommen. Nachdem wir den Wurzelweg jetzt überwunden haben. Ja genau, wir haben jetzt da diesen Gebirgspass überwunden. Da seht ihr noch die Wurzeln. So, und jetzt hat uns hier ein neuer Weg sich eröffnet. Können wir kurz auf die Karte schauen. Hier waren wir vorher, hier ist Condeapater. Und dann sind wir hier über dieses Gebirge gegangen und jetzt sind wir hier in diesem Nordteil. So. Und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir müssen zu diesem komischen Kuhfladen da vorne. Und ich glaube, hier unterwegs könnte auch wieder eine Fee kommen, ein Phantom. Wir gehen jedenfalls gleich mal rein hier, in dieses komische Dings da. Hui. Sieht aus wie eine Ruine oder so, ne? So ein Schutthaufen. Sidan! Hier ist das Dorf der Espa und das Zuhause von Aiko, Medain Sari. Aha, Medain Sari, also. Ja, wir haben ja schon das Medain-Schild. Das kommt also irgendwie von hier anscheinend. Und außerdem hat ja der Rakwurz auch schon mal so eine Frage gestellt. Dorf der Espa? Ob die Fossilienmine Treno mit Medain Sari verbindet, was falsch war. Hier? Das ist ja ein einziger Trümmerhaufen. Ja, irgendwie schon, oder? Lilly? Was ist hier passiert? Das ist ja eine einzige Ruine. Ach, kein Taktgefühl, die gute Lilly. Legendäres Dorf der Esper. Tja, was sind wohl Esper? Sind das Esper? Ne, das sind Mokris. Macha, Moko, Timomo. Komm, 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 komm. Mogel! Morrison! Wie die alle heißen. Cool, können wir die bei denen allen speichern? Müssen wir für die alle Briefe zustellen? Und wo ist Mogu? Oh, das ist der, den Quina fressen wollte. Sie wurde doch nicht etwa wirklich gefressen?
Okay, eine Sie ist das also. Ein weiblicher Moki. Hm, nicht da. Mogu! Da hinten guckt es davor. Mit der lustigen orangenen Bommel. Tja, das ist ein echtes Unikat unter den Mokris. Kubo, Kubobo! Aber nein, Aiko ist dir nicht böse. Aber du darfst Aiko nie mehr so alleine zurücklassen, hörst du? Ja, das macht man nicht seine Freunde jetzt im Stich lassen. Kubo! Komm schon, sieh dann! Und da fliegt das Geschwader in den hinteren Bereich des Dorfes. Oder was auch immer das sein soll. Habt ihr verstanden? Null pro Kubo! Wie es da kleine und große Mokis gibt, cool. Mogu, bleibt bei Aiko. Kubo! Genau wie immer, dein Stammplatz. Kubo! Hm, wo ist der denn? Aha, warbt sich da einfach mal in ihre Brusttasche. Dieser kleine Moki eben gerade. Hat er sich in deinem Kleid versteckt? Mogu ist ihr Name. Und wir sind praktisch unzertrennlich. Aha. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber die gute Aiko hat doch so kleine Engelsflügel hinten dran. Süß. Kubo! Und wieder reingezwirbelt. Sieh dann, du setzt dich dorthin. Okay. Hey! Weißt du, Aiko hat irgendwie Interesse an dir. Oh, ein kleiner Stalker. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich doch auch Interesse an dir, Aiko. Ja, wahrscheinlich nicht so wie sie. Echt? Und jetzt geht's los. Zum Beispiel, was die Bestie betrifft und... Was bist du denn so für ein Typ? Wie alt bist du denn? Was machst du denn so? Und wo willst du denn überhaupt hin? Langsam, langsam. Eigentlich... Was ist denn dein Lieblingsessen? Was sind denn deine Lieblingsbestie? Was sind denn deine Lieblingsmokris? Und was für Frauen magst du eigentlich so? Oho, das interessiert dich also? Bist du etwa uns verschossen, kleines Mädchen? So jemanden wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Hast du überhaupt schon mal andere Leute getroffen außer Orklinge? Lilly? Was hast du? Weilst du noch unter uns? Ja, das heißt, nein. Ich meine, es ist nichts. Hast du wirklich Fieber? Dann fühl mal. Huch. Anscheinend auch nicht. Bist du etwa eifersüchtig? Ach, sieh dann, wie du gleich wieder denkst, dass alle nur auf dich fliegen. Warum sollte ich? Sieh dann, Lilly, seid ihr beide wirklich nur ganz normale Freunde? Ja, die kleine Aiko, die ist schon. Cleverer, als sie aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ja, peinliche Situation für den guten Zidane. Ganz einfach nur Freunde sind wir vielleicht wirklich nicht. Lilly streitet erstmal nicht ab. Aha, sondern. Typische Aiko-Geste gerade hier so. Wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Ich hatte jetzt eigentlich was anderes erwartet, Zidane, aber gut. Wenn du das so siehst. Yep. Und Vivi gehört auch. Wo steckt er eigentlich? Vivi? Na genau, wo ist der hin? So wie Aiko mit Mogu und den ganzen anderen Mokris? Ja. Ja, so ähnlich. Kann man schon so sagen. Fertig mit Aufräumen, Kubo! Ach, deswegen hat Aiko die nicht weggelassen. Den Zidane, damit er nicht die unaufgeräumte Wohnung sieht. Danke, Mocha, bin sofort da. Ja, ich kenne das auch, wenn man so gelöchert wird. Von kleineren Leuten. Aber mir macht es nichts aus. Zidane, Aiko macht jetzt was Leckeres zum Essen. Bis dahin musst du aber hier bleiben. Und weg sind sie. Wir brauchen eh noch einiges an Infos. Unsere eine Kleinigkeit könnte ich auch vertragen. Ja, du hast recht. Also, ich rufe dann, wenn das Essen fertig ist. Naja, tschüss. Und schon das erste ATE. Was Vivi fühlt. Das schauen wir uns nochmal an, was Vivi fühlt. Okay, das ist in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Sieht auch süß aus, wie er da so steht. Zusammengekauert. Herr 288 sagte mir, ich kenne die Bedeutung des Todes. Oh, jetzt macht sie wieder tiefsinnige Gedanken, der Vivi.
Ich glaube, stehen bleiben und sterben sind etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt, zu leben oder zu sterben. Tja, das, wie es ist zu sterben, das wissen die meisten Lebenden sowieso nicht. Wo kommt man her und wohin kehrt man zurück? Das sind die entscheidenden Fragen des Lebens, Vivi. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet, zu leben, wo hat dann mein Kreis begonnen? Tja, in einem Ei vermutlich. Und wo endet er? Mach dir mal keinen Kopf, Vivi. Darüber kannst du noch früh genug nachdenken. Was ist nur mit mir? Ich zittere auf einmal so. Was ist das nur, dieses seltsame Gefühl? Vielleicht Todesangst oder so? Also Angst muss Vivi ja schon mal vorher gefühlt haben. Und, was ist bei dir so? Ich glaube, ich bin ein wenig müde. Ja, dann ruh dich mal aus. Wir kamen mal bei deinem süßen Hintern ein bisschen rum, um mein Zelt abzustauben. Und jetzt schauen wir uns auch mal diesen schönen Brunnen hier an. Gibt's auch noch was. Ja, hier gibt es wieder eine Stellatio. Das ist irgendwie, Stellatio und Brunnen sind irgendwie immer zusammen. Libra weiß ich jetzt aber wirklich nicht, wofür das steht. Steinbock, Villa, irgendwie sowas. Krebs, weiß ich nicht. Libra war schon immer ein Trotzkopf. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, rennt Libra Richtung Westen. Fraglich, ob Libra je Virgo antreffen wird. Okay. Na gut. Interessant, interessant. Können wir auch wieder bei der Forstellatio abgeben. Forstella hieß die ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir nach oben. Ich glaube, wir gehen nach oben. Schauen wir, was hier so ist. Und da stürmt ein Mokrell uns vorbei. Was Lilly fühlt. Okay, sie geht zurück zum Ausgang. Das Dorf der Esper. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestie beschwört und sie beherrscht. Okay. Zu diesem Volk gehört also anscheinend Aiko. Aber du kannst ja auch Bestie beschwören. Naja. Die Bestie. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bestie in mir lebten. Nur aus diesem Grund, nur weil in mir die Bestie lebten, nahm Mutter mich gefangen und wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr haben, wenn ihre Existenz Mutter zu solchen Taten verleitet oder sie sogar oder sie gar von Kuya missbraucht werden. Und trotzdem fühlte ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Ja, das ist wie wenn die dir Blut abnehmen oder sowas wahrscheinlich. Und wenn die dir eine Niere rausnehmen. Wieso bloß kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft, was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz so erfüllt wird? Und wenn die Lilly das gleiche Volk wie Aiko wäre, dann müsste sie auch ein Horn haben, oder? Naja. Haben wir uns dann mal nicht so große Gedanken drüber. Hier ist Betreten verboten. Verboten? Und wieso darf er rein? Kupu! Gewinner! Hey, Gewinner, alte Socke! Sieh dann, hier drin gibt es ja nur Felsen und trockene Erde. Da war ja beim Klärerstamm nicht anders, oder? Sternenschand habe ich ja schon mal probiert, aber der Schand hier hat nicht das richtige Aroma. Wo hast du den probiert? War das der Klärersand? Arschbombe. Aber das Wasser hier ist schön klar. Das soll auch so bleiben, Quida. Nein! Und Arschbomben ins Wasser. Ja, ich habe früher auch immer Arschbomben ins Wasser gemacht, wo ich noch viel baden war. Und mein Bruder macht das auch immer noch gerne. Aber niemand darf. Ach, macht er nichts draus. Das Beste ist, man kümmert sich gar nicht um ihn. Naja, einfach gekonnt ignorieren, da hat man die wenigsten Sorgen. Noch was zu sagen? Hier ist Betreten verboten, Kupu. Ja, jetzt bist du jetzt schon nicht mehr so sicher. So, okay, der gute Queener geht jetzt eine Runde baden. Wird jetzt irgendwie als Strandgut irgendwie hier umhertreiben. Der Laden hier ist aber echt ein einziger Trümmerhaufen. 10 Jahre nach dem Verfall würde ich mal locker tippen. Naja, mal sehen, was Aiko uns kochen wird. So, was Aiko fühlt.
So, jetzt sind wir in der Küche von Aiko. Ich würde aber sagen, was wir hier mit Aiko kochen und wie uns die Mokis dabei helfen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ja, dann werden wir auch mal schauen, wie es hier weitergeht. Mit den Sari. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.